Hey Beauties, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ist es mein Non-Empties 2017 Video. Das sind Sachen, die ich im Jahr 2017 alle aufbrauchen möchte, zumindest versuchen, weil bei den meisten ist das echt kritisch. Ja, ich fange mal mit den ganzen Dragomoon Sachen an, die ich aufbrauchen will. Und zwar ist es einmal Warm Cinnamon Nights, die Duschcreme. Die habe ich auch schon bis hierhin benutzt, wie man sehen kann. Ist halt echt so ein Winterduft durch den Zimt, aber die habe ich jetzt auch schon 2 Jahre, deswegen will ich die mal leer bekommen. Dann auch noch von Warm Cinnamon Nights die Körpermilch, was echt halt eine Herausforderung ist, weil ich mich nie eincreme. Deswegen bin ich mal gespannt, wie weit ich damit komme und ob ich die überhaupt benutzen werde. Dann habe ich noch 3 kleine Duschgels. Einmal Sweet Blueberry Memories, habe ich auch schon fast komplett leer. Das werde ich jetzt im Urlaub dann leer machen. Dann habe ich noch One Ginger Morning, die kleine Größe, 100 ml. Und The Raspberry Kiss in 100 ml. Und die werde ich halt immer mitnehmen, wenn wir in Urlaub fahren oder zu Konzerten oder so. Deswegen sollte das nicht das Problem sein. Dann von Balea ein Duschgel, What You Need. Das war so eine Geschenkset-Dinger. Mit Bodylotion, glaube ich, noch. Genau, das hatte ich schon mal benutzt, fehlt aber auch noch nicht viel. Dann habe ich noch ein Duschgel, ist auch wieder ein kleines von Balea, die Dusch- und Creme Vanille Kokos. Das ist diese hier. Ja, dann habe ich noch aus dem Adventskalender von Balea die Handcreme Sternenschweif mit dem Duft von weißen Blüten und Akaibeeren. Ist halt echt so eine super Größe für die Handtasche. Und ja, generell die Sachen aus dem Adventskalender versuche ich dieses Jahr aufzubrauchen, weil es ja nur kleine Sachen sind. Deswegen hoffe ich, dass das alles klappt, da ich die auch noch mit leer bekomme. Dann möchte ich auf jeden Fall die BB More Beautiful Eyes verschönernde Augenpflege leer bekommen. Die liegt auch schon seitdem die rausgekommen ist bei mir, aber bei mir brennt die halt so ein bisschen unter den Augen. Deswegen benutze ich die kaum, aber dieses Jahr will ich sie dann auf jeden Fall mal leer bekommen. Dann habe ich noch eine Handcreme von Essence und zwar habe ich die auch schon seit 2 Jahren. Das ist die 24 Hand Protection Balm Handcreme von, ja, mit Vanilla und Cinnamon. Diese hier ist halt auch so eine Winter Edition gewesen. Riecht halt echt nach Zimt und wie ihr merkt, ich liebe Zimtgerüche. Genau, aber Handcremes dürften ja sowieso kein Problem sein, deswegen müsste das klappen. Dann, was auch schon Ewigkeiten bei mir rumsteht, ist von Got to Be Schmusekatze Antifrizz Lotion. Ich liebe den Geruch davon und ja, sollte ich echt mal nehmen, vielleicht lassen sich da meine Haare auch besser kämmen. Aber ich nehme halt zurzeit von Isana dieses Antifrizz Spray, was besser ist als diese Lotion. Deswegen, ja, ich hoffe aber, dass ich die dieses Jahr endlich mal leer bekomme, weil die echt gut ist. Genau. Dann habe ich noch von Victoria's Secret ein Body Spray, was ich leer bekommen möchte. Und zwar ist das Endless Love. Das habe ich auch noch gar nicht benutzt irgendwie. Und ja, ich möchte jetzt halt so nach und nach aufbrauchen. Und wenn ich 2 dieses Jahr davon schaffe, wäre es mir auch recht. Wenn es nur dieses eine ist, dann ist es halt nur dieses eine, deswegen wäre das dann auch nicht so schlimm. Genau, das möchte ich aufbrauchen. Dann, was kein Problem sein sollte, ist auf jeden Fall dieses Handhygiene-Gel. Das will ich jetzt mal leer bekommen. Früher habe ich das halt immer benutzt, wo ich in der Berufsschule noch war, aber seitdem brauche ich es halt so gut wie gar nicht mehr, deswegen. Aber das will ich mir jetzt halt immer im Urlaub und so, oder wenn wir auf Konzerte gehen, mit einpacken. Genau, weil dort weiß man ja auch nicht, was so rumschwirrt auf den ganzen Toiletten und so. Dann kommen wir jetzt mal zu den Kosmetiksachen. Und das sind auch so einige, die ich aufbrauchen möchte. Und als erstes ist das von Essence, das Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara Ding. So an sich ist es echt okay. Ja, es ist okay von der Farbe her und alles passt. Aber ich finde halt erstens, es gibt kaum Farbe ab. Und zweitens finde ich, dass dieses Bürstchen, so ist es ja echt schön, aber ich finde halt, das kratzt extrem.
Also mir tut das weh auf den Augenbrauen und deswegen mag ich das gar nicht. Und ich habe zwei davon zu Hause, also das und noch eins. Und deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht sogar beide leer bekomme, weil ich benutze immer das von P2. Und ihr seht ja, wie die dann werden. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Und ja, deswegen bin ich froh, wenn das von Essence dann leer ist. Dann habe ich von Rivaldo Luxe ein Eyeshadow und zwar in der Farbe 01 Snowflake. Und der ist auch schon Jahrzehnte alt, so ungefähr. Habe ich auch schon Mini-Hit-De-Pan. Ist halt ein einfacher weißer. Genau. Und den werde ich, denke ich mal, als Eyeshadow Base dann immer drunter machen. Unter die anderen, weil so. Oder als Highlighter könnte man den auch noch benutzen. Da sieht man das. Ja, mal gucken. Aber ich denke mal, den bekomme ich auch irgendwie leer. Dann noch aus einer Box eine BB-Creme. UVA und UVB Protect Light Beige ist meine Farbe. Genau. Ja, steht halt auch bloß rum bis jetzt. Habe ich noch nicht benutzt. Ich glaube einmal. Und deswegen hoffe ich, dass ich die jetzt endlich mal leer bekomme. Dann habe ich eine Mascara, die kein Problem sein sollte. Es ist die L'Oreal Mega Volume Miss Manga Mascara. Und die finde ich eigentlich echt mega gut, aber ich habe so viele Mascaren, deswegen muss die jetzt mal leer werden. Und das ist halt hier so biegsam. Und das Bürstchen finde ich halt echt mega schön. Und das macht mega schöne Wimpern. Und die kann ich euch nur empfehlen. Dann ein Kajal von Lord & Barry. Die Nummer 221 Travel Black. Ist halt ein ganz normaler, einfacher schwarzer. Der war auch in der Box. Ja, hier ist halt ganz normal schwarz. Ja, ich sollte mal wieder mehr Kajal tragen. Dann kriege ich den auch wieder leer. Das sollte dann auch nicht so das Problem sein. Was aber eher ein Problem wäre oder werden wird, ist das Defining Blush 070 Pinkabell von Catrice. Und zwar sieht das so aus. Ja. Es ist halt echt so ein knalliges, krasses Pink und trage ich eigentlich nie. Ich trage ja, wenn ich Blush trage, meistens von MAC Dolly Mix oder wie das heißt. Genau, und damit bin ich eigentlich zufrieden und deswegen muss ich mich sehr dazu durchringen, das dann mal zu benutzen. Aber es ist eine Challenge und es wäre auch langweilig, wenn nur einfache Sachen dabei wären. Dann auch noch aus einer Box ein Lacquer im Co Lip Loop. Ist halt so ein pinker Stift und sieht man eigentlich kaum das Pink. Ist das hier, das ist das Blush. Genau, also es ist halt auch mehr so, mach ich mal schnell drauf, Alltagspinkton, den man nicht sieht. Dann noch von Essence auch ein Alltagslippenstift und zwar ist das die Nummer 07 Natural Beauty. Es ist halt dieser ganz normale Nude-Ton. Kennen eigentlich auch alle. Hat eigentlich auch fast jeder. Deswegen, ja, dadurch, dass es so ein Alltagston ist, sollte das auch kein Thema sein, das aufzubrauchen. Dann noch zwei kleine Proben. Einmal von Benefit, The Professional. Es sieht so aus. Genau. Der müsste eigentlich auch relativ schnell leer gehen. Dann von L'Oreal die Skin Perfection Anti-Müdigkeits-Tagespflege. Ist auch nur so ein kleines Pröbchen-Ding. 5 Milliliter. Das sollte auch in einer Woche, anderthalb, zwei leer sein. Dann noch für die Augenbrauen von Alverde das transparente Augenbrauen- und Wimperngel. Das müsste eigentlich auch fast leer sein. Habe ich auch schon oft benutzt. Ist auch schon gut dreckig und eklig. Ich mag den Geruch davon, aber ich werde mir das jetzt erstmal nicht nachkaufen, weil das halt teurer ist als das von Essence. Und das von Essence finde ich eigentlich auch ganz gut, das Durchsichtigkeit. Und das letzte Produkt von Essence, da ist auch der Deckel schon ab, das All About Matte Puder. Habe ich mir auch schon, also es ist jetzt schon das zweite Mal, hat auch schon eine gute Kuhle, aber ich finde das halt scheiße, dass der Deckel immer abgeht. Beim ersten ist der Deckel auch schon abgegangen. Und deswegen werde ich mir das dann definitiv nicht mehr nachkaufen. Ich habe jetzt schon für unterwegs immer das von Catrice, weil das kann ich ja so nicht mitnehmen. Deswegen nehme ich das nur zu Hause und bin froh, wenn das dann endlich leer ist.
Und wie gesagt, würde ich mir nicht nachkaufen. Ist zwar echt ein gutes Puder, aber wenn die Verpackung so scheiße ist und immer kaputt geht, dann, wenn ich es dann nirgendwo mit hinnehmen kann, dann brauche ich es auch nicht. Deswegen, genau, das sind alle meine Aufbrauchvorsätze für dieses Jahr 2017. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich davon schon Bilder auf Instagram gepostet. Und mit dem Hashtag Blue Beauty braucht auf, könnt ihr da gerne auch mitmachen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mitmacht. Und ich habe auch ein neues Instagram-Profil für meinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr dem folgen würdet, fände ich auch ganz super. Genau, alle Informationen und sonstiges zu den ganzen Seiten, Facebook, Twitter, Instagram, ist natürlich alles in der Infobox wie immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.